Menschen, Güter, Daten. Alles soll mobil sein. Auch im Alltag soll uns die mobile Vernetzung unterstützen. Tom lebt in so einer vernetzten Welt. Um zu seiner Arbeit zu kommen, hat er Zugang zu einer Vielzahl von Verkehrsmitteln. Tom überlegt, welcher der kürzeste Weg mit den geeignetsten Verkehrsmitteln ist. Er könnte mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die meisten Autos sind mittlerweile onboard mit intelligenten Assistenzsystemen ausgestattet, die von allein den kürzesten Weg suchen. Eine App schlägt ihm stattdessen vor, mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit dem Zug in die Stadt zu fahren. Tom entscheidet sich für diesen Weg. So ist er genauso schnell in der Stadt an seinem neuen Arbeitsplatz und hat dabei noch CO2 eingespart. Diese schlaue Verknüpfung von Verkehrsmitteln nennt sich vernetzte Mobilität. Sie umfasst aber noch viel mehr als intelligente Routenplaner. Nicht nur die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander ist Teil der vernetzten Mobilität, auch ihre Verbindung zu Infrastrukturen wie Ampeln und Stauwarnsystemen ist gemeint. Diese Entwicklung steckt aber noch in den Kinderschuhen. Sie ist aber zum Beispiel eine wichtige Voraussetzung für die Zukunftstechnologie der Automobilität. Das autonome Fahren. Dieser Zukunftsmarkt bietet einen ganzen Blumenstrauß voller Möglichkeiten, hält aber auch zahlreiche Fallstricke bereit. Erst wenn diese Herausforderungen wie Ladekommunikation, Sicherheit, Sektorkopplung, Fahrzeugvernetzung, Akzeptanz sowie neue Assistenzsysteme überwunden werden, ist das große Ziel, das autonome Fahren, erreichbar. Saxony High Five möchte sich diesen Herausforderungen stellen. An den verschiedenen Standorten arbeiten wissenschaftliche Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fachgebieten. Sie alle schließen sich zur interdisziplinären Zusammenarbeit in Co-Creation Labs zusammen. So schaffen sie einen Mehrwert an Wissen für die gemeinsame Arbeit an gesamtheitlichen Lösungen.